Hallo, hallo. Ich wurde von einer Bekannten gebeten, ein Video zu machen über ihre Tanja. Und natürlich tue ich das gerne. Und falls ihr Interesse habt an einem süßen kleinen Häuschen, Gesundheit, mitten in der Puster, dann schaut euch das Video an. Ja, wir stehen mitten in der Puster, wie man sehr deutlich sehen kann. In die Richtung gehen wir mal nicht, da sind Marcel und Julia. Und da ist eine kleine süße Tonja. Das ist, wartet, das ist von die Kosmetikerin, wo wir immer mal hingehen. Also hauptsächlich Diana, ich fahre immer nur mit zum Gucken. Die hat ein Häuschen in der Stadt und hat eine Tonja hier auf dem Land. Und die wird nicht genutzt und deswegen möchten sie gerne verkaufen. Da ich ja schon einige Auswanderungswillige auf meinem Kanal habe, ja, stelle ich euch das Häuschen und den ganzen Grund hier einfach mal kurz vor. Was ich euch sagen kann, sie liegt halt wirklich relativ weit außen. Es ist absolut schön. Ja, keine direkten Nachbarn, also der nächste Nachbar ist da. Und ansonsten in diese Richtung. Da hinten ist noch ein Häuschen, aber ich weiß nicht, ob da jemand lebt. Aber es ist tatsächlich alles komplett leer, wie ihr seht. Das Grundstück ist komplett eingezäunt, sehr, sehr hübsch. Es sind viele Zäune da, also es sind wirklich auch Ecken abgeteilt. Nochmal andersrum. Gesamt sind es um die 4.800 Quadratmeter, wovon nicht alles eingezäunt ist, weil nicht alles genutzt worden ist. Das heißt, es ist noch ein bisschen mehr Potenzial dahinter, wenn man das haben möchte. Beziehungsweise kauft man natürlich dann mit. Aber ja, sie selber haben das nicht eingezäunt. Das steht auch schon eine ganze Zeit lang leer. An dem Haus muss natürlich was gemacht werden. Es ist halt einfach eine Tonja in der Puster. Und der Preis sind 9,5 Millionen, glaube ich. Oh, ich muss noch mal nachschauen. Also wenn nicht, schreibe ich es euch hier rein. Aber so um die 20, 25.000 Euro kostet das Ganze in Europreisen. Ich drehe noch mal um, damit ihr seht, wie es dann hier reingeht. Also, hier habt ihr das Haus und hier ist ein Stück Garten eingezäunt. Dann habt ihr hier ein großes Tor, wo man dann reinkommt. Ich finde das ganz süß gemacht. Das ist dann halt auch, kannst das Auto reinfahren, kannst hier deine Hunde laufen lassen, wenn du möchtest. Ihr seht da vorne schon wieder einen Zaun. Also hier ist wirklich alles sehr gut abgeteilt. Die hatten hier auch Hühner. Und ja, hier geht es einmal um die Ecke. Genau, da waren dann die Hühnerchen drin. Müsste man überlegen, ob man das wieder reaktiviert oder ob man keine Tiere halten möchte. Das kommt halt immer so ein bisschen auf den eigenen Wunsch drauf an. Aber ja, mit den Zäunen ganz süß gemacht. Und sie sind auch noch relativ gut in Ordnung. Müssten vielleicht mal gestrichen werden, aber ansonsten ganz gut. Hier runter zu's geht das Grundstück noch länger. Genau, dieses Eingezäunte hier habt ihr jetzt mitgekriegt. Und nach da unten geht das Grundstück noch länger, ist aber dann nicht mehr eingezäunt. So, hier ist der Zuweg zum Haus. Auch wieder ein kleines Türchen, was ich ganz süß finde, weil man dann wirklich sagen kann, weiß ich nicht, wenn man Hunde auf dem Grundstück halten will, die sind halt vorne im Bereich. Ihr seht das Haus. Es ist verputzt, es ist okay. Hier gibt es einen Erdkeller. Wir gehen jetzt nicht darunter, aber da ist ein Erdkeller drin. Das ist super praktisch, weil die sind von den Temperaturen halt echt extrem gut. Das ist wie so ein natürlicher Kühlschrank. Es gibt hier auch einen Weg ums Haus drumherum. Das machen wir jetzt mal. Guckt mal. Also es ist schon ein absolut herrlicher Blick, das muss ich schon sagen. Wir wohnen super gerne in Erde und das bleibt auch genau so. Also wir wollen nichts anderes haben. Aber ja, wie gesagt, hier geht ein Weg ums Haus drumherum. Hier ist alles schön zugewachsen. Das heißt, klimatisch auch ganz gut. Da ist die, wie war das eben, Denkfabrik.
Den Ausdruck habe ich noch nicht gehört, den fand ich aber ziemlich gut. Also da ist ein Plumpsklühchen. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Das ist, also ich glaube, wir haben drei Plumpsklühchen. Nee, zwei. Auf unserem Grundstück. Und nein, ich werde die nicht nutzen. Ich möchte schon eine normale Toilette nutzen. Genau, aber es ist halt da. So, Rest vom Weg. Ja. Genau, hier ist nochmal, das ist so ein bisschen als Werkstatt, Lagerräume und so weiter genutzt worden. Also es ist alles selbst gebaut, das seht ihr. Das ist auf den Tonjos so. Und ja, ist aber trotzdem als Lagerraum ohne Probleme nutzbar. Dann haben wir das hier nochmal. Und Steinchen weg. Genau. Ja, hier könnte man dann zum Beispiel auch abends Hunde reinpacken oder so, wenn man sie über Nacht drin haben möchte. Auch hier wieder, das wurde so ein bisschen als Werkstattraum genutzt. Also einfach die Maschinen drin und ja, das ist, glaube ich, auch ganz praktisch, denke ich. So, dann sind wir jetzt einmal komplett ums Haus rum. Und ihr seht hier noch ein Stück, dieses Stück, was wir eben gesehen haben, was noch eingezäunt ist. Und hier runter zu, es geht das Grundstück halt noch länger. Okay, dann zeige ich euch das Haus kurz. Also es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist ganz schön. Strom, habe ich gesehen, ist schon neu gemacht. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Hier ist der Stromzähler dann drin. Oh, der ist super. Genau, da ist der Stromzähler. Das bedeutet, dass es das schon neu gemacht worden ist. Oh, wilder Wein. Da sind Weintrauben dran. Leute, es gibt eigene Weintrauben. So. Und dann kommt das Häuschen. Ich finde es ganz niedlich. Es gibt einen Vorraum, das finde ich ganz hübsch. Ja, ist nicht viel zu sagen. Fenster, ja, da ist zum Beispiel eins draußen. Also es hat schon also man muss schon was dran machen, definitiv. Ist eine alte kleine Tonja. Ist halt so. Hier war die Küche drin. Das ist halt ein kleines süßes Räumchen, aber ich glaube, es reicht aus. Für mehr als eins, zwei Leute ist dieses Haus so oder so nicht groß genug. Ich hoffe, ihr seht noch alles. Ich habe nämlich keine Lampe mitgenommen. Das ist sowas wie ein Korsanhaus, also einfach ein Raum, wo man dann noch, weiß ich nicht, Lebensmittel lagern könnte oder irgendwas anderes. Es ist eine Heizung drin, das ist super praktisch. Die ganze Anlage liegt schon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit dem Kessel und Co., weil hier kein Kessel mehr dran ist. Ich denke, das müsste man dann wieder aktivieren. Aber es sind in den Räumen auf jeden Fall Heizungen vorhanden, das zeige ich euch gleich. Die Böden sind noch in Ordnung, vielleicht mal neu verfugen. Ansonsten geht das. Wände, natürlich ist hier nichts gerade. Das sind alte Tonjos. Aber ja, das ist schon eine etwas modernere Tür. Und dann geht es hier vorne ins Badezimmer. Das finde ich sehr hübsch. Genau, guckt. Das sind halt so, das müsste man einfach ein bisschen, ja, ein bisschen überarbeiten, ne? Es ist halt einfach echt Arbeit drin. Das Bad ist schon relativ modern. Wobei auch hier die Decke halt einfach vielleicht mal gemacht werden müsste. Aber es ist eine schöne Dusche drin. Toilette ist vorhanden. Ja, Waschbecken vorhanden. Und hier ist ein Boiler. Wie gesagt, das ist also alles für eine Heizanlage liegt wohl schon. Und kann dann auch einfach wieder angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Ja, und dann haben wir hier die zwei Wohnräumchen. Hier steht noch ein alter Flügel drin.
Ich weiß nicht genau, wie viel Quadratmeter die einzelnen Räume haben. Das Haus selber hat 70 Quadratmeter. Hier ist ein Anschluss für den Ofen. Allerdings hängt hier, wie ihr seht, schon die Heizung. Fenster sind noch die alten. Also wenn man das nicht haben möchte, müsste man das halt auch neu machen. Dach ist dicht, das habe ich nachgefragt. Genau, also das ist der eine Raum. Und das hier ist jetzt das zweite Räumchen. Ja. Also ich glaube, machen kann man schon was draus. Man muss aber eben einfach auch was draus machen wollen. Ne? Also ihr müsst schon ein bisschen Geld investieren. Dafür kostet diese Tonne halt auch nicht viel. Ich werde wieder zerrissen in der Luft, weil ich das gesagt habe. Aber jetzt mal ganz ehrlich. So um die 20.000 Euro sind nicht viel für so viel Grund, was man hier hat. Es ist natürlich ein relativ kleines Häuschen, reicht aber völlig aus. Ich finde es total niedlich, total süß. Ich finde die Lage mega schön. Das liegt wirklich mitten in der Ebene und man hat halt rundherum nicht so viel. Es wird zu diesem Haus eine eBay-Kleinanzeige geben. Die verlinke ich euch unten. Ich hoffe, dass das noch funktioniert, weil das mit den Links ja gar nicht mehr so einfach ist. Und genau, falls ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr euch gerne auf die eBay-Kleinanzeige melden. Und wir würden natürlich mit der Besitzerin, also wir sind nicht die Verkäufer, wir sind keine Makler. Ich mache das einfach nur. Ja, damit halt einfach mehr Menschen die Möglichkeit haben, dieses kleine Schmuckstück hier zu sehen. Sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich glaube, der Obstbaum bestand hier. Da erkundige ich mich kurz nochmal. Warte. Erkundigung abgeschlossen. Ganz viel Flieder ist hier, also ganz viel schöne Sachen. Aber der Obstbaum bestand, ist keiner da. Was ich gesehen habe, da sind Weintrauben. Aber ansonsten gibt es halt keine Obstbäume. Das müsste man dann halt selber anpflanzen. Aber wie ihr gesehen habt, genug Platz dafür wäre auf jeden Fall da. Es ist echt, echt, echt viel Platz. Ich finde den Erdkeller sehr, sehr toll. Der kommt bei uns auf jeden Fall auch noch hin. Und die Konstruktion hier ist ganz süß. Das finde ich total interessant. Ich glaube, das merke ich mir. Und dann können wir so ein bisschen gucken. Genau, wie gesagt, solltet ihr Interesse an dieser Tonja haben, gerne auch einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich würde dann einfach Kontakte herstellen. Mehr mache ich nicht. Also mehr habe ich damit nicht zu tun. Das ist einfach nur, damit ja möglicherweise jemand, der dieses Häuschen und dieses Grundstück zu schätzen wüsste, das vielleicht sehen könnte. So, dann hoffe ich, es war nicht zu anstrengend und nicht zu lang. Also ich habe versucht, es kurz zu halten, weil ich immer gesagt kriege, meine Videos sind zu lang. Und deswegen habe ich versucht, es ein bisschen kurz zu halten. Es ist ein Lehmbau. Es ist außen aber nochmal extra ein bisschen was draufgepackt. Aber der Kern dieses Hauses ist Lehm, was ganz, ganz, ganz cool ist. Also es ist, unseres hat es auch. Lehm reguliert sich selber und Lehm ist einfach nicht nass. Also es ist ganz selten, dass Lehmhäuser Feuchtigkeit ziehen. Was hier in der Booster natürlich sowieso ein bisschen schwierig ist. Zur Umgebung gibt es noch zu sagen. Es sind 3 Kilometer bis Kunadatsch. Kunadatsch sind dann die nächsten Einkaufsmöglichkeiten und ja, so der nächstgrößere Ort. Ihr habt es auch nicht weit bis nach Kecskemét. Das sind, glaube ich, so 30, 35 Kilometer. Kecskemét gibt es alles. Also das ist eine relativ große Stadt. Es liegt also relativ leise. Also ihr seid einfach weit ab vom Schuss und trotzdem relativ nah an allem dran, wo man dran sein muss. Also Schulen, Kindergärten, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, ist alles in Kunadatsch. Ja. Die Straße hier ist im Winter relativ gut geräumt. Das heißt, auch im Winter, wenn dann mal Schnee liegen sollte, wartet.
Auch im Winter, wenn mal Schnee liegen sollte, kommt man hier relativ gut weg, weil halt alles geräumt und gestreut wird. Also gestreut wird hier nicht, aber geräumt. Genau, dann die Infrastruktur ist also vorhanden. Das heißt, man hat ein relativ ruhiges Leben, ziemlich weit außerhalb und hätte echt ein schönes, ruhiges Plätzchen. Hat aber trotzdem eben einfach alles, was man so haben muss oder haben sollte, in der Nähe. Der Baumbestand ist hier vorhanden, was ich ganz gut finde. Somit hat man, auch wenn man in der Pusta ist, hat man wenigstens ein paar Schattenplätze, ohne dafür ein riesen Dach bauen zu müssen oder sonstiges. Es sind leider keine Obstbäume da. Das kann man aber relativ schnell nachziehen, auch wenn das Sandboden ist. Guckt euch das an. Es ist Sandboden, aber hier wächst alles ganz wunderbar. Also es ist wirklich toll. Wenn man hier also irgendwas anpflanzen möchte, funktioniert das ganz gut. Genau. Wenn mir noch was einfallen sollte, dann werde ich das zu Hause noch mal dran bappen. Dann kriegt ihr noch eine Ergänzung dieses Videos von zu Hause aus. Ansonsten glaube ich, habe ich zum Haus alles gesagt. Sollten noch Fragen sein, einfach in die Kommentare gerne einfach reinschreiben. Und dann versuche ich das rauszukriegen und euch zu beantworten. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und habt diesen kleinen süßen Platz ein bisschen genossen. Und wir hören uns. Bis dahin.